Ja, wir haben einen Antrag zum Thema Doppelnamen in den Deutschen Bundestag eingebracht. Was steht da eigentlich drin, wenn derzeit ein Paar heiraten will? Nehmen wir an, Herr Müller und Frau Meier wollen heiraten. Dann gibt es im Moment 7 Möglichkeiten zur Namenswahl. Entweder heißen beide nach der Hochzeit Müller, beide Meier, oder aber sie entscheiden sich, ihre bestehenden Namen zu behalten. Oder einer von beiden entschließt sich, einen Doppelnamen zu wählen. Das heißt, der Mann kann dann beispielsweise Müller-Meier oder Meier-Müller heißen, oder eben die Frau hat diese Option. Was derzeit nicht geht, ist, dass beide Ehepartner einen Doppelnamen wählen. Und das möchten wir zukünftig eben zusätzlich zu den bestehenden Möglichkeiten ermöglichen. Das heißt, beide Ehepartner hätten dann auch die Möglichkeit, den gleichen Doppelnamen zu tragen. Bisher ist es auch bei Kindern so, dass Kinder nicht die Möglichkeit haben, Doppelnamen zu bekommen, sondern sie heißen dann eben wie Mutter oder Vater. Wir finden, dass es der heutigen Zeit angemessen ist, dass eben diese zusätzliche Möglichkeit auch besteht, dass Vater und Mutter die Möglichkeit haben, dem Kind ihren Namen mitgeben zu können und eben auch bei der Ehe einen gemeinsamen Namen zu tragen, wenn sie das gemeinsamen Doppelnamen aus beiden Namen zu tragen, wenn sie das möchten. Das Hauptargument dagegen ist immer so, ja, dann kommst du zu so ellenlangen Namensketten. Da sagen wir einfach, naja, das kann man doch leicht vermeiden, indem entweder dann, wenn das Kind heiratet oder eben der Ehepartner später nochmal wieder heiratet, man einfach einen der bestehenden Namen abgibt und dazu verpflichtet. Das ist unser Vorschlag, der demnächst in die Anhörung im Deutschen Bundestag geht. Und ja, ich hoffe, dass die anderen Fraktionen da auf unserer Seite sind.